Wir kommen zu unseren Zuschauerfragen, die auch direkt da anknüpfen. Die erste Frage geht an Herrn Holt. Hildegard Seibling fragt: Warum werden afghanische Flüchtlinge trotz Fachkräftemangels abgeschoben? Also im Moment wird normalerweise fast niemand abgeschoben, außer überwiegend Straftäter. Eigentlich dieses Jahr hat noch nicht in Bayern viel stattgefunden, im restlichen Bundesgebiet auch nicht viel. Aber grundsätzlich, ja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Die Frau Steiger hat es gerade schon geschildert. Das sind Menschen, die sind bereit, dorthin zu gehen, wo andere gar nicht mehr arbeiten wollen, in der Gastronomie. Ich habe heute mit einem zu tun gehabt, der ein Fertigteilbetonwerk, der will Betonbauer werden, in der Pflege, wo wir dringend Fachkräfte suchen. Ja, die sind zum Teil eigentlich auch deswegen bereit, dorthin zu gehen, weil sie wissen, das ist ihre einzige Chance, sich zu integrieren. Und wer das ernsthaft tut und ernsthaft versucht, bin ich auch der Meinung, dass der nicht abgeschoben werden dürfte. Gerade was die Afghanen betrifft, da haben wir ja tatsächlich Altfälle in dem Sinne. Ja, Sie sagen schon, es sind Menschen, aber es sind auch Altfälle in dem Sinne. Da fände ich es auch tatsächlich sinnvoll und richtig, wenn wir da eine Altfallregelung finden würden, dass die auf keinen Fall nochmal ausreisen müssen, wenn sie arbeitswillig sind, wenn sie eine Ausbildung machen wollen. Da bin ich letzten Endes ganz bei Ihnen. Die Unsicherheit, die ist für jeden Einzelnen, glaube ich, ein großes Problem, aber auch für die Unternehmen, weil die Unternehmen natürlich nicht wissen, bleibt mir der, macht es überhaupt Sinn, dass ich da in diese Ausbildung investiere, dass ich Zeit und Herzblut investiere, oder muss der relativ schnell wieder gehen? Ich meine auch, man sollte da zu Änderungen kommen. Bei all denen, die gar keine realistische Chance haben, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, bei denen, die keine realistische Chance haben, sich dort wieder zu integrieren. Das ist gerade bei den Afghanen, da sind ja viele auch dabei, die haben eigentlich noch gar nicht so richtig in Afghanistan gelebt, sondern die sind mit ihren Eltern schon in ein Nachbarland erst geflüchtet als kleines Kind. Das sind sogar welche dabei, die sind nicht mal in Afghanistan geboren. Und auch bei denen bin ich der Meinung, die keine Chance auf Ausweispapiere haben. Auch das darf man sich ja nicht einfach so vorstellen, dass jemand da in seinem Heimatland auf eine Passbehörde geht und sagt, ich lege hier mal ein paar Dollar auf den Tisch, ich will jetzt einen gültigen Ausweis. Das ist ja mit irrsinnigen Schwierigkeiten verbunden. Und da würde ich mir wünschen, dass manche Behörden, das ist leider nach wie vor von Behörde zu Behörde unterschiedlich, dieses Bemühen um Ausweispapiere dann vielleicht nicht ganz so eng sieht, sagen wir mal, ja, und das vielleicht anders würdigt. Da würden wir, glaube ich, auch die eine oder andere Abschiebung letzten Endes verhindern können, wenn man sagt, ja, du willst hier arbeiten, du willst eine Ausbildung machen oder bist mittendrin und du hast dich bemüht. Und es gibt einfach Botschaften, bei denen kriegt man oft ein Dreivierteljahr gar keinen Termin. Und wenn man den hat, wird man schlicht und einfach wieder heimgeschickt und die Botschaften sind nicht mehr bereit, eine Bescheinigung auszustellen, dass man da war, so ungefähr. All diese Dinge, glaube ich, müssten berücksichtigen. Dann könnten wir dazu kommen, dass tatsächlich gerade die Menschen aus Afghanistan nur noch dann abgeschoben werden, wenn sie sich nicht integrieren wollen und wenn sie straffällig geworden sind. Die nächste Frage geht an Frau Bayer-Müller. Und zwar kommt die von Hans Dumper. Er fragt: Warum müssen Geflüchtete trotz Anerkennung weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften bleiben? Also sie müssen nicht in Gemeinschaftsunterkünften bleiben, wenn sie anerkannt sind. Ihnen steht sehr wohl die Möglichkeit offen, in eine adäquate Wohnung zu ziehen. Das Problem ist tatsächlich, wir haben es vorher auch kurz angesprochen, dass wir im Moment einen sehr angespannten Wohnungsmarkt haben. Viele Menschen, die aus Deutschland kommen oder in Deutschland aufgewachsen sind, finden im Moment nicht wirklich Wohnraum, den sie bräuchten. Und bei dieser Gruppe von Menschen wird es dann noch ein bisschen schwieriger teilweise. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch, ich sage jetzt mal, Schulungen durchgeführt, wo wir tatsächlich Geflüchteten ja auch einen adäquaten Umgang als Mieter sozusagen anheimgebracht haben. Das war gut und haben die auch zertifiziert. Das wird auch von den Vermietern anerkannt. Das ist halt natürlich eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, dass man sagt, okay, da kommt jemand, wir kennen den nicht wirklich, fremdes Land, wie ist die Kultur?
Das macht sicherlich auch manchmal ein bisschen Sorge beim Vermieter und haben da tatsächlich auch die Menschen geschult. Und das hat wirklich auch geholfen. Gleichwohl, wie gesagt, der Arbeitsmarkt, der Wohnungsmarkt, Entschuldigung, ist angespannt und das führt dann auch dazu, dass man Familien einfach auch länger oder Einzelpersonen auch länger in den Gemeinschaftsunterkünften den Mietraum oder den Raum des Wohnens zur Verfügung stellen muss. Dann haben wir eine Frage an die Frau Steiger von Max 9012. Er fragt, an wen kann man sich wenden, wenn man sich für Flüchtlinge engagieren möchte? Sofort an mich. Aha. Josefine Steiger eingeben und dann, also ich wäre sehr dankbar. Und zwar, es kommt darauf an, und es gibt natürlich ganz viele Helferkreise und ich gebe das auch gerne weiter. Natürlich auch an die Landratsämter kann man sich wenden. Aber ich habe inzwischen Auszubildende, die ich begleite in ganz Schwaben, teilweise in ganz Bayern, bis in Passau und in Bayreuth. Also wo der Max immer jetzt aufsetzt, ich würde mich freuen, wenn er uns unterstützen würde bei dem Ganzen. Das hat er hoffentlich gehört. Dann haben wir eine Frage an den Herrn Holt von Hertha Lubeck. Die fragt, wie kann denn der Kontakt von Ehrenamtlichen zu Flüchtlingen in den Ankerzentren auch während der Corona-Pandemie sichergestellt werden? Das war tatsächlich ein Problem. Ich glaube, inzwischen ist es deutlich besser geworden. Da haben wir uns auch teilweise bemüht, wirklich für Verbesserungen zu sorgen. Das muss man von Fall zu Fall, eigentlich von Ankerzentrum zum Ankerzentrum. Das ist teilweise auch schon eine Frage der Leitung des jeweiligen Ankerzentrums. Aber natürlich, ich glaube, das weiß auch das Innenministerium, dass die Asylhelfer da wirklich einen großen Dienst leisten, dass die sehr, sehr viel bewirken und dass es eigentlich extrem kontraproduktiv ist, wenn in Corona-Zeiten die keinen Zugang mehr haben. Aber die Abwägung war natürlich jetzt in den Zeiten des Lockdowns auch irrsinnig schwierig. Ja. Wir haben das in anderen Bereichen auch. Wenn Sie in eine JVA schauen, ist vielleicht zwar kein guter Vergleich. Das sind auch Besuche extrem schwierig geworden. Und gerade in so einem geschlossenen System, einem Ankerzentrum, ist es natürlich jetzt zu Zeiten des harten Lockdowns nicht einfach gewesen, die Balance zu finden zwischen dem, ich will helfen bei der Integration und ich will auf der anderen Seite auch verhindern, dass Viren nach draußen oder nach drinnen kommen. Weil das ist auch klar, wenn jemand natürlich das Virus in ein Ankerzentrum einträgt, dann hat es schnell mal ganz andere Folgen, weil es eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, als wenn jemand mal ein Einkaufszentrum besucht. Frau Bayer-Müller, die letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort kommt von Klaus Wieble. Er fragt, wie soll die Integration von Flüchtlingen bei Isolation in Ankerzentren funktionieren? Ja, ich glaube, die Antwort ist gerade im Ansatz schon gegeben worden. Es ist tatsächlich so, dass Menschen, die von außen reinkommen, Integration ermöglichen. Das heißt, wir brauchen ehrenamtliche Helfer, wir brauchen Menschen, die reingehen und die diese Leute an die Hand nehmen und mit ihnen gemeinsam ja, es möglich machen, unsere Kultur kennenzulernen, unsere Sprache zu erlernen und um das tatsächlich auch unser Land ein Stück weit auch bekannt zu machen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Also Sprache und Vertrauen, das ist das, was die Menschen brauchen und das müssen wir ihnen geben.